Ich hab mir ganz allein eine neue Kreissäge gekauft. Die Dewald. Ich hab drei Sachen gefunden, die mir nicht gefallen. Die beheben wir jetzt. Ganz einfach. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, dass jetzt diese Linie und diese Linie leicht bauchig sind. Das machen wir jetzt auf der Seite und umdrehen auf der Seite und dann probieren wir es. Sollte das zu viel sein, können wir es im Schraubstock einfach wieder quetschen. Ich habe das Zeug wieder zusammengebaut und stelle fest, dass der überhaupt kein Spiel mehr hat. Das, was du jetzt klagen hörst, ist das nach oben. Aber das links, rechts. Und wenn ich da jetzt irgendwas drauf habe, das Ganze halt, ist ja nur einzig und allein wichtig, dass sich das da nicht mehr hin und her bewegt. Und das macht es nicht. Selbstverständlich könnte man sich für das Zeug irgendeinen Dyan Inkra dazu kaufen. Finde aber ich nicht für nötig. Die meisten, so wie auch ich, bauen sie dann sowieso einen Schiebeschlitten dazu. Dann braucht man den nicht oft. Aber wenn es oft um so Kleinigkeiten geht, ist so ein kleiner Queranschlag, Winkelanschlag nicht schlecht. Einstellen mit den 90 Grad kann man das anhand von dem Pfeil ja sowieso wieder. Muss man im Original und muss man auch nach meiner Bearbeitung. Für mich die perfekte Lösung. Kann ich jederzeit wiederholen, kann ich jederzeit wieder anpassen, sollte das irgendwann einmal nicht mehr funktionieren. Ich bin zufrieden. Das nächste, was mich an der Maschine, ja, was heißt nervt, sie hat zwei Absaugpunkte, aber ich müsste mir jetzt separat einen Absaugadapter, Y-Adapter und so weiter irgendwie dazu kaufen. Das nervt mich, aber da habe ich eine super Lösung, nicht von mir, sondern vom YouTube-Kollegen. Bevor ich euch das Zeug und den Tisch umdrehe, tue ich meinen geilen Schraubstock weg, den darf ich für nichts auf der Welt mehr hergeben. Im Auslieferungszustand ist der normale Spaltkeil drin und dann ist aber der Spaltkeil noch dabei mit Sägeblattschutz und Absaugpunkt oben. Im Original ist dieser Adapter dabei, da kann man jetzt eine Absaugung anschließen. Man kann bei Dewald einen Y-Adapter nachkaufen, nachbestellen. Ich habe mir es leichter gemacht. Ich habe mir an den Homewerken den Kanal verlinke unter mal gewandt. Der hat da nämlich mit 3D-Drucker was ausdruckt. Und zwar dieses Teil. Netterweise hat er es für mich in drei Farben gemacht. Schwarz, Gelb, Rot. Kann man scheinbar bei ihm in verschiedenen Farben bestellen. Und das funktioniert dann so. Dieses Teil ist einmal ein Schraubgewinde für den Schlauch. Das ist, läuft konisch zu. Da geht es um eine Art Leistungsverstärkung, Sogverstärkung, wie auch immer, für den oberen Absaugpunkt. Für gewöhnlich ist es so, wenn man einen Schlauch da unten ansteckt, selbst mit dem Y-Adapter, ist die meiste Saugleistung unten und oben fast gar nichts mehr. So wird das ein kleines bisschen geändert. Man hat da jetzt den Schlauch. Das schrauft man da rauf, steckt das da an. Da kann man jetzt einen Staubsaugerschlauch montieren. Ist wieder so ein Teil dabei mit Gewinde. Das kann man dann einfach da reinstecken. Dann ist dies der Schlauch. Der ist einmal da drin rumgeführt, hängt dann da heraus. Da ist eine Schelle. Die wird auch mitgeliefert in der gleichen Farbe. Die kann man dann da dran schrauben. Da steckt man den Schlauch durch
Den kann man natürlich in der Höhe variieren, weil das Problem ist ja, wenn man den irgendwie sonst anschließt und der Schlauch hängt da rüber und man würde da was sägen, geht er ja immer da an. Also ich bin absolut beeindruckt von der Geschichte. Wie gesagt, der liebe Homework, ich glaube Sebastian heißt er. Ich verlinke den Kanal und schaut mal bei seinem Kanal vorbei. Lasst ihm ein Abo da. Ganz ein pfiffiges Kerlchen, ganz ein gewiefter Handwerker. Gefällt mir ganz gut. Das, was ich jetzt dann als dritte Maßnahme vorhabe, hat er, glaube ich, auf seinem Kanal auch vorgestellt. Aber da muss ich dazu sagen, das habe ich vor 2 Jahren schon da mit einer Schepphachmaschine. Aber jetzt geht's um die dritte Maßnahme für meinen Schepphach. Nein. Aber jetzt geht's um die dritte Maßnahme für meine DEWALT Tischkreissäge. Jeder, der sich die Maschine im Internet schon angeschaut hat, weiß um die Stärken von dem Gerät, um die Stärken von dem Anschlagsystem, das da dabei ist, weiß aber auch natürlich um die, finde jetzt ich ein wenig als Schwäche, das ist der amerikanische Motor mit dieser Aufnahme. Da komme ich ganz zum Schluss dazu, warum ich das so gut finde, einerseits, und in der anderen Seite schlecht, der hat keinen Sanftanlauf. Die Maschine reißt weg wie verrückt. Dem kann man aber abhelfen, habe ich, wie gesagt, in einem früheren Video schon mitgemacht. Ich habe das Teil bestellt, ist nicht teuer und kann man ohne Probleme nachrüsten. Und das tun wir jetzt. Als erstes müssen wir den Schalter mal ausbauen. Das Ganze natürlich im ausgesteckten Zustand. Ganz wichtig, Kabel weg, damit da nichts passieren kann. Das ist das Kastel. Man sieht von vorne den Aus-Einschalter. Da sind hinten 4 Kreuzschrauben. Und da werden wir das Ganze jetzt einmal öffnen. Genau das ist der Grund, warum ich den Hubtisch so praktisch finde. Bei Reparaturen hat man nicht immer das gleiche, zumindest mir Elektriker, nicht immer die gleichen Höhen. Einmal brauche ich es tiefer, einmal brauche ich es höher. Und da ist der Tisch der absolute Oberhammer. Wenn alle 4 Schrauben gelöst sind, kann man das zurückziehen und man sieht hier den Schalter, den Sicherheitsschalter mit diesen Steckverbindern. Da suchen wir uns jetzt die passenden. Wir ergänzen das Gerät auch mit Steckern, damit man es einfach nur zusammenstecken kann und die Garantie nicht erlischt. Abisoliert habe ich schon. Wir brauchen jetzt ein Mandal und ein Weiberl. Das Teil muss in Reihe zum Motor. In Reihe zum Motor. Und zwar nach dem Schalter. Wenn es das Ganze, weil der Sicherheitsschalter schaltet ja dann den Motor auf Dauer. Wenn es jetzt das vorm Schalter machen würde, das geht auch. Aber da müsste man beim Schalter dauerhaft draufdrücken, bis er voll angelaufen ist. So, nach dem Schalter wird das eingedrückt und wird zum Motor in Reihe durchgeschaltet. Wie können wir da dazu verwenden? Den braunen, braun-schwarzen. Den stecken wir da herum einfach aus. Da stecken wir dann den zusammen. Und wo der braun-schwarze drin war, stecken wir den drauf. Schon können wir das Gehäuse wieder schließen. Würde ich sagen, wir testen das einmal. Ich habe es jetzt angesteckt, ich schalte ein. Dort einmal horchen, wie langsam die jetzt hochfährt. Und bremst ihn super gut. Wichtig ist es, und jetzt sage ich euch den Hauptgrund, warum ihr die Maschine gekauft habt. Durch diesen Softstart. Mir geht es nicht um einen Anlaufstrom und solche Dinge. Mir geht es auch da gar nicht darum,
dass das keinen Ruck nicht macht und so weiter. Mir geht es in erster Linie um die Lager. Weil nämlich diese Maschine in der Lage ist, ein Nutsägeblatt, ein sogenanntes Dado-Blatt, zu fahren. Und das ist sehr schwer. Und wenn das drauf ist und man schaltet das ein, dann geht es definitiv auf die Lager. Darum dieser Sandanlauf. Das war's von dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Für den einen oder anderen von Nutzen, die verwendeten Produkte und Werkzeuge verlinke ich und vielleicht braucht ihr den einen oder anderen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Für euch. Servus.